Prophet. Es gibt eine authentische Überlieferung, ich glaube bei Tirmidhi, in dem der Prophet Mohammed gesagt hat, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll nicht an einen Tisch sitzen, wo Khamr getrunken wird. Richtig. Wie ist, wenn jetzt die Eltern zum Beispiel nicht gläubig, also nicht Muslime sind und dieses praktizieren, wie kann man sich da am besten verhalten? Wie kann man sich am besten verhalten? Weil der Prophet sallam sagte, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Derjenige, der an Allah azza wa jalla und den jüngsten Tag glaubt, so sitzt er nicht an einem Tag, wo der Khamr, der Alkohol, weitergegeben oder herumgegeben wird. Was ist, wenn man mit Leuten zusammensitzt, die einem nahestehen, die Eltern sind oder sonstiges? Schaut mal, liebe Geschwister. Alhamdulillah, Allah azza wa jalla sagt, قُلْ جَاءَ الْحَقِّ وَزَهَقَ الْبَاطِ. Die Wahrheit ist gekommen und dahin geschwunden ist das Falsche. Das heißt, warum ist der Islam gekommen? Sollten wir uns erstmal fragen, warum? Warum? Dass wir die Wahrheit annehmen und danach leben. Und die Wahrheit steht im Kontrast, im Gegensatz zur Falschheit. Alles, was der Islam verboten hat, ist richtig oder falsch? Ist falsch. Alles, was der Islam verboten hat, Alkohol, Zina, Zinsen und so weiter, ist falsch. Darfst du nicht machen. Und wenn du das begehst, so entgegnest du Allah Azza wa Jal und seinem Gesandten. Bedeutet, wenn wir das verstehen, Allah ist mit den guten Dingen zu uns gekommen. Und wir erzählen den Leuten von den guten Dingen. Natürlich freut uns am meisten, wenn sie das annehmen. Aber nicht jeder nimmt das an. Deswegen, wenn sie das nicht annehmen, dann dürfen sie uns auch nicht übel nehmen, dass wir ihres nicht annehmen. Wir sind Muslime. Sie sind etwas anderes. Wenn man über Toleranz redet, dann sollte er genauso tolerant sein, wie du auch sagst, wenn er das machen will, das ist seine Sache. Dann sollte er genau dasselbe auch über deine Situation sagen. Aber plötzlich merken wir, dass die Toleranz, die vorgegeben wird, oft was ist eine Intoleranz. Man erklärt ihn nur, ich als Muslim darf das nicht machen. Und ich halte fest an dem, was meine Religion mir gebietet. Kann sein, dass sie sauer sein werden. Kann sein, dass sie enttäuscht sein werden. Kann sein, dass etwas darunter ist. Ganz gleich. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, man iltamasa rida Allah bi sakhatin nas. Derjenige, der die Zufriedenheit Allahs erstrebt, wobei er die Menschen dabei unzufrieden macht, so ist Allah mit ihm zufrieden. وَمَنْ اِلْتَمَسَ رِضَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ سَخَطَ اللَّهُ عَلِيهِ. Aber wer die Zufriedenheit der Menschen erstrebt und er macht dabei Allah unzufrieden, so ist Allah mit ihm unzufrieden, auf ihn zornig. Dieser Hadith ist eine Anleitung für uns. In erster Linie geht es darum, Allah zufrieden zu machen. Die Menschen werden vielleicht sauer sein auf uns, vielleicht verärgert sein, bis ich weiß nicht wohin. Ein muslimisches Herz trifft das nicht. Sondern er erklärt den Leuten das auf gute, barmherzige Weise, wenn sie es verstehen, alhamdulillah. Wenn sie es nicht verstehen, sie haben es so gewählt, aber man bleibt weiterhin gut mit ihnen in der Dunya und man kauft ihnen Geschenke und behandelt sie gut. Eine Mutter kann einem nicht so lange sauer sein. Glaubt mir, beim Vater sieht das anders aus, aber eine Mutter kann einem nicht so lange sauer sein. Na, wallahu ta'ala a'la wa a'la.